Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, ist ein ganz besonderer Gefährte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Man nannte ihn auch Sahibu Sirri Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Geheimnis, oder der, dem der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ganz tiefe, unter anderem war Hudhayfa ibn al-Yaman einer der Gefährten, denen der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, die Namen der Munafiqun anvertraute. Dem pflegte Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman zu fragen, also schon mit Nachdruck. Ne? Er sagte: Ich bitte dich bei Allah, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mich unter den Munafiqun genannt? Hat er mich auch unter ihnen gezählt oder nicht? Und daran sehen wir auch, dass diese Furcht vor diesen negativen Eigenschaften, dass das etwas ist, das ein Muslim in sich haben sollte. Und hier, das ist nicht niemand weniger als Amr ibn Khattab, über den der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es in meiner Propheten geben würde, dann wäre es Umar gewesen. Aber er hat diese Angst in sich. Und das sollte, der Muslim sollte Angst haben davor, ein Heuchler zu sein, Angst davor, in Formen des Schirk verfallen zu sein. Ja. Da gibt es einen der Tabi'un, ich habe seinen Namen vergessen, Amr ibn Maimun oder so hieß er, er sagte, ich habe 40 der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen. Keiner von ihnen hat sich vor dem Nifaq sicher gefühlt. Keiner von ihnen hat sich vor dem Nifaq sicher gefühlt. Jeder hatte eine gewisse Angst. Und das ist sehr vorteilhaft. Das ist sehr vorteilhaft, diese Eigenschaft zu haben, aus einem ganz plausiblen Grund. Eines der schlimmsten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann und die wie Feuer sind für seine Handlungen, die sie verbrennen, ist der sogenannte Al-Ujb. Was ist der Al-Ujb? Selbstgefallen. Nicht? Man ist mit sich selbst zufrieden, so im Sinne von mir mangelt es an nichts. Eingebildung. Ja, Einbildung, Selbstlob, Selbstgefälligkeit. Selbstgefälligkeit kann die Handlung des Menschen zerstören. Angst hingegen, Angst davor, von derartigen Dingen zu betroffen zu sein, widerspricht Selbstgefälligkeit. Wenn er mich bei sich selbst nicht ausschließt, wenn ich nicht ausschließe, diese und jene Eigenschaften in mir zu haben, dann werde ich nicht selbstgefällig sein. Nicht?